Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Ein Quadrat mit 3 cm Seitenlänge liegt zentral in einem Quadrat mit 8 cm Seitenlänge. Die Seiten der beiden Quadrate sind paarweise parallel. Zwei Ecken des kleinen Quadrats sind mit zwei Ecken des großen Quadrats verbunden, um so diese graue Fläche zu bilden. Frage: Wie groß ist in Quadratzentimeter der Flächeninhalt dieser grauen Figur? Die angegebenen Maße sind Seitenlänge dieses Quadrats 3 cm und Seitenlänge des großen Quadrats 8 cm. Die Länge der Diagonalen des großen Quadrats sind angegeben durch den Satz des Pythagoras. Wenn diese Seite 8 cm misst, dann misst diese Diagonale 8 mal Quadratwurzel von 2 cm. Und da diese Seite 3 cm ist, misst diese Diagonale 3 mal Quadratwurzel von 2 cm. Das wissen wir durch den Satz des Pythagoras. Wir berechnen den Flächeninhalt von diesem Magenta-Dreieck und werden diesen am Ende mit 4 multiplizieren. So erhalten wir den gefragten Flächeninhalt. Um den Flächeninhalt von diesem Magenta-Dreieck zu berechnen, berechnen wir den Flächeninhalt von diesem roten, rechtwinkligen Dreieck und ziehen davon den Flächeninhalt von diesem grünen, rechtwinkligen Dreieck ab. Also berechnen wir zuerst den Flächeninhalt von diesem roten, rechtwinkligen Dreieck. Dieser Flächeninhalt wird berechnet durch Basis mal Höhe geteilt durch 2. Diese Basis, das ist die Hälfte von dieser Diagonalen, also 3 mal Quadratwurzel von 2 geteilt durch 2. Diese Höhe, das ist die Hälfte von dieser Diagonalen, also 8 mal Quadratwurzel von 2 geteilt durch 2, das heißt 4 Wurzel 2. Und somit ist der Flächeninhalt von diesem roten Dreieck gleich zu diesem Bruch, der zu 6 führt. Jetzt berechnen wir noch den Flächeninhalt von diesem grünen rechtwinkligen Dreieck. Das ist auch Basis mal Höhe geteilt durch 2, also 3 Wurzel 2 halbe mal 3 Wurzel 2 halbe geteilt durch 2. So. Und diese Rechnung führt sofort zu 9 Viertel. Also, wenn wir von dem Flächeninhalt des roten Dreiecks den Flächeninhalt des grünen Dreiecks abziehen, dann erhalten wir den Flächeninhalt von diesem Magenta-Dreieck. Also machen wir das. Der Flächeninhalt von dem Magenta-Dreieck ist 6 minus 9 Viertel und das macht 15 Viertel. Dieser Flächeninhalt von dem Magenta-Dreieck ist am Ende noch mit 4 zu multiplizieren und somit finden wir als gefragten Flächeninhalt von dieser grauen Figur 15. Die Endantwort ist also 15. Man hätte diesen Flächeninhalt schneller finden können, indem man vom Flächeninhalt dieser Raute den Flächeninhalt dieses inneren Quadrats abzieht. Und der Flächeninhalt der inneren Raute, das ist das Doppelte vom Flächeninhalt von diesem Magenta-Dreieck. Also 3 mal Quadratwurzel von 2 mal 4 mal Quadratwurzel von 2. Von diesem Produkt ziehen wir den Flächeninhalt dieses inneren Quadrats, also 9, ab und das ergibt sofort 15. So konnte man die Antwort viel schneller finden. Im nächsten Tutorial gehen wir auf eine nächste Frage der Mathematik-Olympiade ein.